Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 12.07.2020. Es ist noch nicht ganz Abend, es ist 17.18 Uhr. Ich weiß nicht, ob das schon zu Abend zählt. Ich habe heute mal die Chance genutzt und nehme ein Video im Büro auf. Ich habe ein neues Mikro. Also besser gesagt, das ist mein Computermikro für den Laptop. Nur habe ich das jetzt ausgetauscht mit dem anderen. Man sieht es hier. Und das ist ein Yeti. Der Standfuß ist abgenommen und an die Halterung geschraubt von dem Rode NT1. Weil entweder das Mischpult kaputt ist oder das Mikro, weil immer so ein Rauschen drin ist und mich das irrsinnig gestört hat. Und ich jetzt die Aufnahmen mit dem Mikro mache. Aber ja, es sollte jetzt besser klingen. Mir geht's ganz gut, ich bin irrsinnig müde. Ich habe heute lange geschlafen. Mein Vater ist felsenfest der Überzeugung, dass ich einen MS-Schub habe, obwohl ich so keine Symptome habe eigentlich. Außer dass ich mir in der Früh schwer tue, also irrsinnig schwer tue, vom Bett in den Rollstuhl zu kommen und dabei fast hinfalle und das Gehen halt immer schlechter wird. Aber das ist so ein schleichender Prozess, den ich schon länger beobachte. Mir macht das ein bisschen Sorgen, aber ich kann es sowieso nicht ändern. Sonst geht's mir eigentlich ganz gut, außer dass ich halt müde bin, wie immer. Aber es gibt eigentlich nichts Neues. Heute ist Sonntag, glaube ich, habe ich schon gesagt. Und so ein typischer Sonntag, wo nicht viel passiert. Heute war Formel 1. Das hat sich mein Vater angeguckt und jetzt sind sie Zeitungen von der Partei austragen. Es wird circa eine halbe Stunde dauern und ich habe gedacht, ich nutze die Zeit und nehme ein Video auf. Und sonst geht es mir aber gut. Etwas niedergeschlagen, weil er morgen wegfährt. Für 5 Tage. Aber ja, ich werde das schon überleben. Wie gesagt, sonst gibt es nicht viel Neues. Und ich habe auch nicht wirklich viel zu erzählen. Und ich überlege gerade, was könnte ich euch erzählen. Ich habe ja letztens bei Kerstin keine Übung gemacht. Und wir haben normal gesprochen, weil ich schon relativ müde war und an den Tag eine gute Freundin kam. Und ich dann nicht einschlafen wollte von der Entspannungsübung und ich mich auch irrsinnig schwer konzentrieren kann in den letzten Tagen. So circa seit Montag ist es so, dass ich seit letzten Montag, dass ich kaum noch schlafe. Und wenn ich schlafe, fühle ich mich nicht erholt. Und ich habe auch Gelenkschmerzen. Gestern aber habe ich 38,5 Fieber gehabt. Ich weiß, ich wiederhole das gerade, aber es gibt Leute, die nicht alle meine Videos gucken und ich habe das zwar gestern schon erzählt, aber wenn
in die vorigen Videos nicht gesehen habt, wisst ihr das natürlich nicht. Und ein Zelt guckt nur bestimmte Videos. Und deswegen wiederhole ich so diese Zusammenfassung. Und Sonja war gestern da. Es war ganz lustig, aber ich war trotzdem sehr müde und mein Vater vermutet halt jetzt einen MS-Schub, obwohl ich eigentlich sonst keine Symptome habe. Also ich sehe ganz okay und auch die meiste Zeit ganz okay und habe nicht mehr oder weniger Rückenschmerzen als normal und habe jetzt auch keine Taubheitsgefühle, außer ein bisschen in den Händen. Ich merke, dass die Kraft verloren geht in den Händen. Mir ist vorgestern oder gestern in der Früh, aber vielleicht auch aus Müdigkeit, aber mir ist die Zigarette runtergerutscht aus den Fingern heraus. Und das hat mich schon erschreckt, weil normalerweise schaffe ich das schon, eine Zigarette zu halten. Und eine Zigarette ist ja nicht schwer. Und es kann auch aus Müdigkeit heraus sein, aber ich merke einfach, dass die Kraft in den Händen und Fingern nachlässt. Und dass die auch oft taub sind. Es dürfte ein Schub in der Halswirbelsäule sein, weil halt die Augen nicht betroffen sind. Und von daher ist halt ein bisschen fragwürdig. Ich müsste wieder ins MRT und bis ich da einen Termin kriege, ist der Schub langsam abgeklungen. Und ich merke auch, dass ich mir mit der Atmung etwas schwer tue. Aber es kann auch daran liegen, dass ich relativ viel rauche. Und obwohl heute geht's. Aber ich merke das abends immer so. Und ich weiß nicht genau, was da jetzt auf mich zukommt. Und ich habe ja am 27.07. eine Untersuchung meiner Nieren, weil ich ständig Blasenentzündungen habe, die immer darauf rausgeschoben wurde, dass ich Katheterträger bin. Und da hat sich aber jetzt rausgestellt, dass ich, dass das nicht sein muss vom Katheter, sondern ein sogenannter Nierenreflux stattfinden könnte, wo sich der Hahn von der Blase in die Niere zurückstaut und dadurch diese Bakterien entstehen und die Blasenentzündungen auslösen. Was dann die logische Konsequenz wäre, wäre ein direkter Nierenkatheter, aber das ist halt nicht das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft, weil das auch sehr schmerzhaft ist und ich im Rollstuhl sitze und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit zwei Röhrchen in den Nieren sich nach hinten anlehnen kann oder gerade im Bett liegen kann, ohne dass man das abklemmt oder das spürt im Rücken. Weil ja die Nieren so hinter den Eierstöcken sitzen, im seitlichen Bereich vom Körper, und aber hinten und am Rücken und da müsste direkt ein Röhrchen eingesetzt werden, wo der Hahn abgeleitet wird. Und das stelle ich mir ziemlich schmerzhaft vor. Mein Onkel hatte das, weil er Nierenversagen hatte. Aber
Probleme mit der Blase, aber ich stelle mir das halt. Ja, ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen, aber ich stelle mir das halt irrsinnig schmerzhaft vor und möchte da auch nicht unbedingt. Da möchte ich lieber weiter mit meinem Katheter leben, auch wenn es gefährlich ist mit den Bakterien. Aber das ist noch die angenehmere Vorstellung, zu röhren in den Nieren. Aber das ist halt kompliziert. Ich weiß nicht, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt, aber das haben sie mir erklärt und das wäre halt die logische Konsequenz, die kommt, wenn ein Nierenreflux stattfindet. Aber ja, man wird sehen. Die Untersuchung wird sich am 27. Wird zeigen, was gemacht werden muss. Und ich werde das auch akzeptieren, was gemacht werden muss. Wenn es soweit lebensnotwendig ist, was einige unterschätzen, ist, wenn man ständig Nieren, also Blasenentzündungen und Nierenentzündungen hat und Nierenbeckenentzündungen, dass das erstens einmal riesige Schmerzen sind und das zweitens einmal daran ein Nierenversagen entstehen kann. Und das ist halt die Gefahr, aber die kann, das Nierenversagen kann durch die Abstoßung von den Röhrchen auch kommen. Soll alles entführen dann wieder, also. Aber mal schauen. Ich habe letztens eine Dokumentation über eine MS-kranke junge Frau gesehen. Und die hatte innerhalb von 5 Jahren 2 Schübe und konnte noch gehen und sich bewegen. Und ich habe mir so gedacht, ich habe nach 2 Jahren das Gehen verlernt. Warum haben sie über mich kein Interview gemacht? Weil ich habe sehr viel stärker als sie. Ja, jeder hat es anders. Aber ich kann auf jeden Fall schon mehr Geschichten zu meiner MS-Erkrankung und der Folgeerscheinungen erzählen als so manche andere. Naja, jetzt habe ich euch was erzählt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Ciao. Eure Ines.